Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Panel Urheberrecht versus freies Internet, vom Free Use zum Fair Use. Mein Name ist Christoph Wagner, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und darf Sie durch die nächsten 90 Minuten begleiten. Es geht um das Urheberrecht und wie man es besser durchsetzen kann, beziehungsweise an die digitale Welt anpassen muss. Gegen die bloggende Netzgemeinde und massive Online-Piraterie hat das Urheberrecht heute einen schweren Stand. Ein freies Netz für freie Bürger steht gegen den altmodischen Begriff des geistigen Eigentums und dessen vielleicht nicht mehr zeitgemäße Beschränkungen. Die Dynamik der Facebook-Revolution steht gegen überholte Geschäftsmodelle, die sich vielleicht nur mit diktatorischen Mitteln durchsetzen lassen. Wer will da schon auf der falschen Seite stehen? Sich dem Vorwurf aussetzen, man verstehe das Internet nicht. Sei zu alt oder zu weit weg von der Internetgeneration und daher ohnehin digital irrelevant. Ein Bekenntnis zur Durchsetzung oder gar Verschärfung des geltenden Urheberrechts zum Kampf gegen die Piraterie bräuchte Mut zum Unpopulären, und den sucht man in unseren Ministerien derzeit vergebens. Die Enquete-Kommission stemmt sich immerhin gegen eine Dämonisierung des Urheberrechts. Das steht so da drin. Es ist schon erstaunlich, dass das notwendig ist. Der lang ersehnte dritte Korb, die Novellierung, die nächste Novellierung des Urheberrechts, ist überfällig und wird derzeit mit Inhalt gefüllt. Unklar, was es sein wird. Keiner erwartet davon den großen Wurf gegen Online-Piraterie. Lässt man das Pathos beiseite, dann geht es vor allem auch ums Geld. Free bedeutet im Englischen eben nicht nur frei, sondern auch kostenlos. Das Urheberrecht soll den Kreativen eine angemessene Vergütung sichern. Daher kann nicht alles gratis sein. Wie kommen wir also zu einem Fair Use des digitalen Content, der die Kreativen angemessen beteiligt? Über eine strikte Durchsetzung des geltenden Urheberrechts mit Mitteln staatlichen Zwangs, der Staatsanwaltschaft, wie im Fall KinoTO, nötigenfalls auch einer Verschärfung durch Warnmodelle, Sperren, Zugangssperren dergleichen oder mittels einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt, die wieder zu größerer Akzeptanz führt, dass das Urheberrecht eingehalten wird, wie zum Beispiel durch eine Flexibilisierung der Schrankenregelung, wie in den USA die Fair-Use-Schranke, vielleicht einer Privilegierung nicht kommerzieller, semi-öffentlicher oder transformativer Nutzungen? Soll man Pauschalvergütungen und Flatrates für das vorsehen, was man nicht schützen kann? All die Fragen werden wir nachher mit geballter Sachkompetenz auf dem Panel diskutieren. Zunächst werden wir aber über den Tellerrand schauen. Ron Wheeler, Vice President Content Protection von 20th Century Fox, wird uns über die entsprechenden Regelungsvorhaben aus den USA berichten. Ron Wheeler kommt extra aus Los Angeles auf Einladung des Medienboards zu uns, ist etwas im Jetlag. Von daher begrüßen Sie mit mir Ron Wheeler. The floor is yours. Thank you, Christoph, for that kind and sympathetic introduction. I'm going to be presenting a PowerPoint today. It's quite a lot of information. It's 50 slides. I assure you, however, I will not be going through all 50, so you can relax a bit. It will be available on the website after this. I want to begin by thanking the Median Board for this kind invitation and the chance to give you my company's perspective on copyright policies that make a healthier internet economy. Oops. So just a quick overview of what I'm going to present today. Again, not in excruciating detail, but these are the basic points. A little bit of background on, I'm sure very familiar to all of you, on internet bandwidth growth, the nature of the harm from pirate sites, so we refer to them as rogue sites, the quantity of harm for Germany, such data as we have, piracy landscape in Germany, especially in the wake of the Kino.to takedown in June, answer the question of what can be done about these rogue sites,
a policy review for the USA and other countries around the world, and some modest policy options and recommendations for Germany. Okay, so this is, should be familiar to all of you. Broadband speeds and availability are increasing around the world. Online media-friendly content consumption devices, a very important counterpart to the broadband speeds, growing connected TVs, iPads, and other tablets, smartphones. So content delivery of all kinds, both legitimate and illegitimate, is one of the fastest growing uses of this new bandwidth. I don't know how widely known it is here in Germany, but Netflix is a US-based streaming company, a legitimate streaming company. It started streaming of movies and TV shows, I believe, a year and a half ago in the US. And that streaming, which is started as an adjunct to a DVD by mail service, is now the number one use of the internet in the USA. So just really quickly, maybe you've even seen this particular graph, it's from Cisco, shows the great growth in all forms of bandwidth consumption in the next 4 years, 2015. This is the projected growth of file sharing, almost 100% of which is infringing. And this is internet video here, this section. Of course, this is a mix of legitimate consumption and illegitimate consumption. So in this, in the wake of these trends, legitimate online services are proliferating around the world. Apple's iTunes, I know they're available here in Germany. Ecosystem, this is one model. Xbox 360 and PS3 are gaming-based models, but they also offer movies and TV shows. These are individual retailers. Amazon, I'm not sure, might be available here in Germany. T-Online, Tesco in the UK, and so forth. Single retailers. This is Netflix, I just mentioned. And then I don't know if you've heard of Ultraviolet yet. It's a new electronic format, cloud-based, where users' rights will be stored in the cloud to movies and TV show programming. And they'll have multiple retailers of the standard business model, up 12 authorized devices. We hope to roll out in Germany, I believe it is next year. First territory will be USA later this year. UK will follow almost immediately on, and then we hope to expand to France and Germany next year. So these are some of the familiar logos of the online services here in Germany. So the real subject of today is that pirate content providers are also taking advantage of this same growth in bandwidth. So as I mentioned, we call them rogue sites just to give them a slightly less glamorous name than the word pirate suggests. They have, of course, many different ways of delivering their content, P2P downloads, direct downloads and streaming, very attractive revenue models, usually advertising-based, sometimes subscription-based, and occasionally even electronic sell-through. Of course, even cost-free sites accept donations, sometimes in very large amounts, multiple millions of dollars. Obviously, very low costs, licensing costs, zero. That's a good, very good licensing cost. Content delivery are low, especially for P2P services. Streaming services have to pay for bandwidth. It's a bit more expensive, but it's essentially their only expense. Taxes, employee benefits, and other costs of doing business, for example, compliance or regulatory directives, are close to zero. A lot of times we're told that we should compete on the basis of quality. Unfortunately, as is well known to anyone familiar with the digital file, a file is a file, especially when it's an HD file, is becoming more and more common. And the quality differences are becoming much harder, much more difficult to make. So the result is that absent the risk of prosecution or other legal action, rogue sites are far more profitable than legitimate ones, and the result is market failure. Okay, so here's a way to look at the illegitimate digital retailer examples for Germany with the respective Alexa rankings, streaming sites and sites that link to them, direct download sites and sites that link to those, P2P download sites and apps, and news groups. And you see the Alexa rankings are very high. Movie2K is 78. That's a very, very good ranking, as you know. So what is the harm that these sites inflict on various stakeholders? So rights holders, of course, that's the obvious one, lose sales, brand value, higher enforcement costs, and lower incentives to invest in new content and business models, such as the Ultraviolet system I described previously. Harm to governments is not quite as well publicized, but of course, lower sales taxes, higher law enforcement costs, less compliance with legal obligations,
There are fewer jobs, lower GDP, lower payroll and other income taxes because, of course, these sites don't pay them. Something else that's not discussed often enough for my taste anyway, harm to society. In many cases, the sites are very professional and they appear to be legitimate to many unsuspecting consumers, and so they're paying, these are the paid sites primarily, consumers who believe they're getting legitimate content when they're not, so they're defrauded. It's financial support for organized crime. I think you're gonna hear a little bit more about that from Matthias Leonardi in the case of Kino.to. And loss of respect for the rule of law in general and for property rights in particular. And people think, well, it's only online content, but it's very easy to make the leap from if content should be free, then other things should be free too. The recent riots in the UK, I think, should give us all pause. Okay, so turning to Germany, the quantity of the harm. I'm sorry to say there aren't as many studies as I would like, but there is this one that you probably heard about, Terra, from last year. They estimated 2008 retail losses to the AV industry, so that's movies and TV programming, at 250 million euros for movies and 74 million for TV series. They actually don't calculate specific number of jobs, GDP, and tax losses for just the AV sector, but there's an overall creative sector losses that are very large. And more importantly, the forecast for the future, the same future that I showed you earlier with the Cisco figures, they estimate between 3x and 5x, depending on whether the worldwide growth of IP P2P usage remains the benchmark as it has been for several years, 5x if it's the all forms of IP usage as the Cisco chart indicated. And those are very large losses, 1 billion euros for a total on 3x and 1.25 billion, or 1.62 billion in 5 years at 5x. Other studies are in the works and they're expected to show similar results. So maybe some visuals for a PowerPoint presentation is always nice, right? So these are some charts. On the trends, this is 2010 in blue and 2011, June of this year in red. You see a very substantial growth in direct download. This is direct download sites and sites that link to them. Streaming, not so much, but I remind you that this is the month, June 11 is the month that Kino.to was taken down. News groups are very popular in Germany. It's rather unique in that regard, up 43% in 1 year. P2P is down, but I think it's pretty obvious why it's down. It's because these are up. Here's another way of looking at the changing face of piracy. Same data, actually, in a different view. Pie chart, so download. Direct download is growing dramatically as a percentage. Streaming about the same. News group about the same. P2P download down, but again, because there are other ways of consuming pirate content. So here's yet another way to look at the actual up and down on the course of the year. You see direct download is clearly trending up the whole entire time. You see streaming, this is June, so this is the Kino.to effect. I wish I could say it was permanent, but it is not, as you'll soon see. And that's the news group and P2P download. So on that point about what happened in the wake of Kino.to, this is Kino.to's traffic rank, Alexa rank, from before 2010, actually, until June, it's right here. And you see a tremendous drop off because the site had been seized. Unfortunately, you also see Movie2K, Video2K, and Kinox.to start essentially from nothing. Movie2K had been around previously. Video2K starts there, and Kinox.to starts about there. And I haven't actually done the math, but I think you're going to essentially find that video Movie2K alone is taking the same place. And this is the time since June. And that's just one more view of it. Okay, so Movie2K, speaking of which, they are on the run, but successfully so far. The MPA, my colleagues at the MPA have been working very hard to try to find the owners and to track them down. The site was originally hosted in Sweden. We contacted the hosting provider there. They agreed to take it to take that offline. They moved to a hosting provider in the UK. They agreed to take it offline. They went offshore, and now last we know, they're in Romania.
Again, all outside of Germany. This is essentially a foreign site now, at least from a hosting perspective, making content available to German users in large quantities. So what can be done about these sites? Supply side, we raised the cost of doing business and reduced their access to revenue engines. So I think we have to distinguish between domestic sites and foreign sites. Domestic sites, obviously, they're within the range of prosecution, so the goal must be to rapidly shut them down, with Kino.to being a shining example, but the point must be to follow up on that and to the point where the criminal organizations look elsewhere for revenue. Foreign sites, obviously, a different problem because they cannot be prosecuted in Germany or in any other domestic place, and these would also apply to domestic sites that haven't been shut down, need to reduce their access to domestic revenue engines. Harder to make money, payment processors, advertising networks, ISPs, this is site blocking, I know a very controversial topic, but I'll discuss it in more detail. Search engines to stop returning search results, and hosting providers, I mentioned that previously, have to stop providing hosting services. This will starve these sites of oxygen. And again, encourage them to move on. So on the demand side, I don't want to forget that entirely. Users, while they're not the primary focus of dealing with rogue sites, they clearly are a piece of them because, of course, they are the ones consuming the content from the rogue sites. So we have to educate them to choose legitimate sites over rogue ones. Of course, we try to do that by offering attractive, legitimate sites. We also need notices. We need to make sure they're aware of the consequences of what they're doing. We believe strongly in graduated response. We have to deprive them of easy access in the case of a site blocking. We need effective education campaigns as opposed to ones that merely say, well, someone thinks you're downloading, you're pirating, please, you might think about stopping. And then end user litigation is kind of a last resort to get people's attention. Okay, so my main thesis here is that both types of policies are necessary, not just one or the other, because supply side policies may be wrongly seen as unjustified restrictions on freedom of internet access, censorship, and so forth, rather than as justified responses to unfair competition from rogue sites. On the other hand, demand side policies may be wrongly seen as purely punitive of end users, which is not their purpose. The point is to educate them. So used together, one type of policy reinforces the other. Just to give an example, site blocking of rogue sites educates users about the natures of the sites they are visiting or were visiting, especially when accompanied by a notice. So I'm going to focus a little bit on the USA, and I'm going to actually just refer briefly to a couple other countries, and then I'll take questions. So in the USA, of course, home of Hollywood, we have had a pretty effective response from the government. And from we've taken our own self-help. We've filed many litigation cases against domestic rogue sites, again, ones that we are able to sue. We've obtained voluntary commitments from payment processors, PayPal and so forth, Visa, and ad networks not to support rogue sites with their business. This is an operation I'm going to speak briefly about the Department of Justice of the federal government and the Immigration and Customs Enforcement operation called NR Sites, and then there's pending legislation addressing both foreign and domestic sites. On the demand side, because both are necessary, there's a contractual agreement that was just announced this summer called the Copyright Alert System. Again, it's educational. It's pending implementation, but it's been signed. It's an MOU between several top ISPs, the MPAA, the studios, and the RIAA, record labels. It's brokered by now Governor of New York, then Attorney General Andrew Cuomo, then who pressured the parties to reach agreement. There's a few contingencies. I want to make the point that it does not require termination of internet access by any ISP, even for the most egregious repeat infringers. We have used end-user litigation in the past as well as a last resort. Okay, so I'm going to skip over. These are the details of the cases. These three cases, I'm going to skip over those in the interest of time. But again, those will be available on the website. So NR Sites is a government enforcement operation. These are whereby court-ordered authorized seizures of US-based domains, .com.net, piracy-based websites as proceeds instrumentalities of crime. So there's fully authorized under federal law. There is a due process for the owners of
sites that whose domains are seized. One of those challenges is pending. It may succeed, may not, but the point is there is due process. It's not summary justice. Criminal infringement cases have since been filed against two of the seized sites operators. The point I want to make really on this slide is that over 140 sites' domains have been seized. This is the point about doing it over and over again. There have been five different waves of these seizures, and visitors have been redirected to a legal warning. There's also a YouTube PSA if you're really in need of entertainment. The result is that 90 of the top 300 by Alexa ranking pirate TV film streaming sites of 2010s were seized or voluntarily shut down. Again, they see the handwriting on the wall. Following the seizures, only a few have reappeared overseas. Okay, this is the warning that the federal government put on all those sites. I hope you're suitably impressed. Just by contrast, this happens to be the warning from Kino.to. I just recommend that the German government think about a little more PR. Anyway, the next thing I'd like to discuss briefly is the Protect IP Act. It's been introduced in the U.S. Senate in the spring. And it's aimed primarily at foreign sites that I mentioned earlier, but also against in a limited way against domestic sites. It requires a court to decide that a site is dedicated to infringing activities. Business must be directed to the U.S. and activities must harm U.S. rights holders. I'm just going to call them a rogue site. It's not in the bill, actually. So two paths for prosecuting these sites: the U.S. Attorney General, same people that bring the operation in our sites, but can proceed only against non-domestic sites, foreign sites. Holder of an IP right, this is not just copyright, by the way, but also trademark. Owners can also sue against either a domestic or a non-domestic site. So the process is overseen by a judge. The judge determines whether the action is well-founded or not. If they agree, they issue a C&D order against the registrant or the owner-operator, and then with additional court approval, the law enforcement officer, in the case of the DOJ thing, can serve against four classes of intermediaries. So ISPs, search engines, payment processors, and ad networks. So here's what they have to do. I'll let you read all the details on the website, but basically this is site blocking. Search engines must take to disable access to the accused site's website, so no searches return links to the website. Payment processors must cease doing business, and ad networks also. So private plaintiffs, that's the other path I mentioned previously, can only serve on payment processes or ad networks under this bill, not on ISPs or search engines. That was a compromise that was undertaken under the negotiation that led up to the introduction of the bill. On the other hand, they can bring suits against domestic, again, non-domestic rogue sites. A couple of very important points: immunity, legal immunity for intermediaries who comply with their obligations under the order, and also for voluntary good faith actions by payment processors and ad networks, not for ISPs or search engines. And a House bill is expected to be introduced later this month. So I'm only going to spend a little bit of time on France and South Korea and then wind up. So different approach in France. I'm sure you're much more familiar with that. Which is Adopi. Not so well known about Adopi is that it covers supply side as well as demand side. Demand side, I'll start with that. That's the familiar graduated response program, notifications leading to possible sanctions, including fines and temporary suspension of internet access, and then no sanctions have been issued yet, but it's been in effect about a year. The other aspect not so well known is about site blocking. There's a provision in the legislation that allows rights holders to request site blocking from ISPs. It's in progress. Rights holders have now notified ISPs in France and are in discussions with them. And we are prepared to proceed to court if necessary, as provided by the legislation. So let's look at some data from France. These are P2P. This is the trend line. P2P on public networks, actually. So observable public networks, you see here that trend is clearly down. It's about 20% since October of 2009 to May of 2011. This is apparently not a little bit controversial. I was in a luncheon with the European Commission Commissioner Cruz last week, where she took the position and her staff supported her that there had been no decline in piracy in France, and that's just not what we see. This is the one of the
theories is that there has been a decline in P2P, but the upsurge in streaming and direct download, but we've only seen this downward trend, and then only a slight upward trend. The upper line is Europe without France, clearly remains above. So I'm going to skip over UK, it's a bit more of a muddled case there. Spain, they're going to be implementing site blocking soon. The regulations are being finalized. Okay, again, I'm going to just refer you the main point about all these other countries other than South Korea I'm going to spend a moment on is that they're partially addressing the problem, which is certainly better than nothing. So in South Korea, the background here, as you may know, is that South Korea was the very first country to reach 50% broadband penetration in January of 2006, so more than 5 years ago. Unfortunately, what accompanied that was a massive increase in online piracy in South Korea and the decimation of the studio's home entertainment businesses in that country. We withdrew our office. I think every other studio did as well. It was a wasteland. The government actually took action to deal with the problem, a number of actions actually, criminal prosecutions, corrective orders. On the demand side, uploaders to what they call web hards, which is the main form of piracy in Korea. 11 users have received suspensions, so there is a demand side piece. There's actually two slides on them. That's how busy they've been. They've got a site blocking regime in place with a number of Korean sites, and they have actually blocked Movie 2K starting in July. It's a worldwide problem, this site. And then this is an interesting thing. There's a business license that's required to do business online in South Korea, as very commonly elsewhere in Asia. And you can lose your license if you receive three or more corrective orders. And they have not been able to do a broader graduated response system. So again, I'm going to skip over New Zealand. And okay, so Germany. Let's stop there. So this will be very familiar, so I'll go quickly. As you know, courts have not been willing to order site blocking in Germany so far. The only demand-side activity that I'm aware of is end-user C&Ds and follow-up suits by right holders. And this varies heavily on data retention by the particular ISP in question. Okay, so what are the options for facing Germany for dealing with the very high levels of theft that I showed you before? I think I failed to mention that adding up those four columns before adds up to 35% increase in 1 year in piracy. So one of the most important things is to implement Article 8.3 of the Copyright Directive of the European Union. This will allow private plaintiffs to seek no-fault injunctions against rogue sites. With ISPs and hosting providers, for example. It does not require any fault be shown by the ISP or the recipient of the injunction, just that they're in a position to assist and prevent the infringement, especially valuable foreign sites like Pirate Bay and so forth. More prosecution of domestic rogue sites, more Kino.to type cases, teach pirates to look elsewhere for money. These are the lawsuits again, not an ideal situation, I think, from anyone's perspective. So we really think that graduated response or notice forwarding, obviously it could be without graduated response, but even with graduated response, you could have three different variations here. This one does involve some suspension. No suspension is required under US style, and it's fines only in New Zealand, as you'll see. Other education programs, obviously they need to be effective. So what are the actual recommended, which options do we think should Germany take? 8.3 is key. Intermediaries, it's not just ISPs, it's payment processors, ad networks, search engines, and hosting providers. Germany is the number two market for hosting providers in the world, and the number one in Europe, and they're hosting a lot of these pirate sites. And on the demand side, we really have to have education of end users so they understand why these rogue sites are a problem. For us, the government must weigh in, must not stand aside. This is not something where private industry can solve the problem all by themselves. We need government assistance. And again, a second page, just more must be done about domestic rogue sites, more prosecution. Some private plaintiff actions, such as are authorized under Protect IP, might be useful. There must be a broadened beyond ISPs to cover those other intermediaries. Foreign sites have to be covered. We have to have an effective warning system, and government involvement, again, to this point is imperative even for a US-style voluntary system. And of course, that's only P2P for notice forwarding, and non-P2P end users must also receive education in some fashion that's suitable for your conditions.
That's it. That's conclusion. The main point is that Germany has a chance. Other countries have taken steps, some very promising, others less so. None has yet comprehensively addressed the problem, especially in Europe, not even France. But Germany has a chance to lead the way now with more effective supply-side policies and more effective demand-side policies. Thank you very much. Thank you very much, Ron. Very interesting, especially your distinction between supply side and demand side. In Germany, this distinction is sometimes blurred. So we seem to focus on the demand side only. I mean, going after kids is not popular, but the supply side apparently offers some interesting tools. And so I would like to, before we open questions for the audience, just ask you, how do you sue someone whom you don't know? I mean, the site is in, somewhere else in the Cayman Islands, and you want to go after the site. And you showed the mechanism, how it works. You have a private suit and the state suit. How do you do that? Well, again, under Protect IP, the only ones who are actually sued are domestic sites. So that are subject to jurisdiction, just as a prosecutor has to have a domestic angle to prosecute something criminally. What the innovation, I think, in Protect IP and site blocking generally is, there is a suit against the site that affects its ability to get into the country. So it's blocked from revenue engines in the country. It's blocked from ISPs in the country. So it remains in the Cayman Islands, unfortunately beyond the reach of either prosecution or a lawsuit. But in the US, it becomes not completely unavailable. Of course, there are ways around everything, but much less available and much less lucrative for the owners of the site because of the measures that are taken to block its business in the country. Thank you. And I mean, the second question, you mentioned that the Protect IP bill would go after search engines such as Google, forcing them not to show the search results of rogue websites. Do you think you will win this lobbying battle? Well, as some of you may know, Google is a very powerful company. They actually have a larger market share in this country than they do in our country. We have a little more competition. It's in there so far. We think it's important that search engines play their part in not directing users to rogue sites. We certainly hope it stays in the bill. Time will tell. Thanks, Ron. We don't have much time, but if there are one or two questions from the audience, please. What helped with MP3, or the problems we had that existed with MP3, was that all of a sudden there were alternatives for the content. At the moment, those streaming sites in Germany, they offer unique content that you cannot get anywhere else. You cannot go to the cinema. You have to wait 1 year for a dubbed version of Mad Men that might be a success on TV. But when you go online, you could have the actual version in English right there, 1 year ahead. You're on time, you know what's going on. And if you follow the media or the press media, you actually, you can participate in the discussion. Right. So what can be done to offer alternatives that are legal? Well, certainly what can be done is what is being done, which is not to do away entirely overnight with Windows. But I think everyone in the business knows that windows are shrinking. They're much shorter than they used to be. Used to be, I think, I'm not an expert, but used to be 3 years before that episode would be available in Germany. So now it's down to one. Admittedly, it's not instant. Anyone in the business knows there are many obstacles, licensing and otherwise, to legitimately making content available simultaneously around the world, including while it's in cinemas, which would be a big problem for cinema owners. And who object to that, and obviously very important to the movie business, for example. So yes, we understand that new releases are an issue at availability, and I think the industry is responding responsibly to making them available more quickly. I guess one thing I would urge everyone to say is, well, let's make a deal. If you for catalog titles and the last season of Mad Men, can we agree that you can't watch that illegally?
because if the websites are shrunken only to have new releases and not catalog, that would be a huge improvement in the situation from our perspective. Certainly with respect to catalog, there's no excuse for piracy. Thanks, Ron. I do not see any further questions, so let me thank Ron Wheeler for being with us. He will be with us also during the panel discussion, so if we need to... As long as I stay awake. He's a bit jet-lagged, as I mentioned. So if we need him later on as an expert, he may be available. So wir kommen jetzt nach Deutschland und bevor wir in die Paneldiskussion einsteigen, möchte ich Matthias Leonardi bitten, uns ein kurzes Update zum Fall KinoTO zu geben. Herr Leonardi ist Geschäftsführer der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen und war maßgeblich auch am Ermittlungserfolg der Dresdner Staatsanwaltschaft beteiligt. Die Beschuldigten sitzen noch in Untersuchungshaft, deshalb war kein Staatsanwalt bereit, hier heute zu uns zu kommen. Aber aus berufenem Munde bekommen wir ein kurzes Update. Herr Leonardi. Vielen Dank, Herr Wagner. Ja, meine Damen und Herren, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen etwas über Piraterie zu erklären, zu erzählen, ein Update zu geben. Und wie Sie gemerkt haben, ist das ein sehr weites Universum, was man da bereisen muss, um darüber etwas zu sagen. Nicht nur im Hinblick darauf, was man dagegen tun kann, sondern überhaupt erstmal zu verstehen, was es eigentlich ist, worum es da eigentlich geht. Und ich erlaube mir, das etwas einzugrenzen vom Blickwinkel her, um das zu versuchen, auf einen wesentlichen Punkt zurückzuführen. Ich würde das mal unter der Überschrift fassen. Es geht im Wesentlichen um drei M's, um Menschen, Mythen und Moneten. Erlauben Sie mir die flapsige Zusammenfassung, aber ich glaube, das gerät gern aus dem Blick heraus, dass es in diesem Bereich Piracy durchaus um Geschäftsmodelle geht, und zwar sehr lukrative Geschäftsmodelle. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie in dem Zusammenhang. Die schlechte ist, ich habe keine PowerPoint-Präsentation. Die gute ist, ich habe keine PowerPoint-Präsentation. Ich habe eigentlich ein Slide mitgebracht und das würde ich gerne dort aufrufen, da ist es schon. Erlauben Sie mir die Vereinfachung. Es geht hier um technisch sehr komplexe Vorgänge. Ich möchte aber das Wesentliche in diesem Fall KinoTO hervorbringen, um Ihnen zu zeigen, was wir daraus gelernt haben und ich glaube, was auch in der Öffentlichkeit vielleicht zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit wahrgenommen worden ist. Was Sie hier sehen, ist die etwas sehr einfache schematische Darstellung von dem Zugang eines Nutzers, den Sie da unten sehen, zu dem Inhalt, den man über Seiten wie KinoTO dann bekommt. Also ganz einfach gesprochen, auf seinem Breitbandbildschirm sieht er am Ende des Tages, wenn er seine Anfrage über diese Portalseite, wie KinoTO sie gewesen ist, gemacht hat, kommt irgendwann der Film bei ihm an. Das läuft über Zwischenstufen, wie Sie dort erkennen können, nochmal ganz vereinfacht. Die Portalseite ist seine erste Anlaufstelle. Dort findet er wie eine Suchmaschine, wie eine große Datenbank das, was er sucht, geordnet nach Filmen, Schauspielern, Genres, was immer er möchte. Sehr gut geordnet, sehr professionell gestaltet. Mit Zugriff auf die International Movie Database und allen Informationen zu dem Film, den er möchte. Er wird von da aus dann weitergeleitet, verlinkt von dieser Seite aus zu dahinterliegenden Plattformen, die wir Sharehoster nennen oder beziehungsweise Hoster, dort, wo die Dateien vorgehalten werden. Ich habe das hier sehr vereinfacht. Sie sehen hier zwei und Sie sehen die zwei verschiedenen Farbcodes. Das eine ist in der gleichen Farbe gehalten wie die Portalseite selbst. Und das ist vielleicht das Herausragende in dem Fall KinoTO. Das andere ist anders farbig gestaltet. Warum? Weil in diesem Fall diejenigen, die die Seite KinoTO, also das Portal, betrieben haben, auch gleichzeitig die waren, die die dahinterliegenden Hosts betrieben haben, auch gleichzeitig die waren, die die Uploader administriert haben und bezahlt haben. Sie sehen also hier ein quasi geschlossenes Anbietersystem. Sie haben auf der Angebotsseite ein hochprofessionell gestaltetes Angebot, vom Look and Feel für die Nutzer sehr professionell gestaltet, deswegen von der Neudeutsch Convenience für die Nutzer eben auch sehr ansprechend. Und Sie haben alles aus einer Hand, auch finanziell. Denn am Ende landen dort sehr viele Einnahmen und die kommen ganz links über die Werbepartner. Das ist nun nochmal ein weiteres Universum, was hier mit sich anschließt. Aber das soll Ihnen nur einen ganz kurzen Einblick verschaffen, dass in diesem Universum KinoTO ein hochprofessionelles, arbeitsteiliges System gearbeitet hat, das sehr viel Geld produziert hat für die Betreiber, für das Management, wie ich es hier genannt habe, von denen etliche noch in Untersuchungshaft sitzen in Dresden. Und die sich ihre Umsätze, ihre Gewinne, denn das ist fast das Gleiche in diesem Fall, Kosten sind kaum entstanden,
auf Kosten derer erwirtschaftet haben, die den Content bereitgestellt haben, also die ihn produziert haben. Und das nennen wir parasitäre Geschäftsmodelle, also mit den Inhalten anderer, ohne irgendeinen eigenen Beitrag dazu, eigene Umsätze zu generieren, ohne in irgendeiner Weise die eigentlichen Schöpfer, die Leistungsberechtigten dabei zurück zu vergüten. Das muss man immer im Blick haben, wenn man über Piraterie redet, denn in der öffentlichen Diskussion wird das gerne sehr verbrämt, dass Piraterie etwas ist, was nur von der Nutzerseite aus betrachtet wird, insbesondere dann, wenn man über sogenannte Schulhoftäter redet. Was wir hier sehen, ist ein Streaming-Modell. Es gibt andere Modelle, es gibt andere Technologien, um Raubkopien im Netz zu bekommen. Das ist aber im Grunde alles auf denselben Punkt zusammengeführt. Irgendwo sitzt in diesem ganzen Konstrukt immer jemand, der damit ganz erheblich Umsätze generiert. Das sind nicht diejenigen, die aus wie auch immer gearteter Motivation untereinander Dateien tauschen, in File-Sharing-Netzwerken aktiv sind, die Tauschbörsen. Das sind durchaus aber die, die diese Tauschbörsen betreiben. Und ich glaube, diese beiden Seiten, Angebot und Nachfrage, muss man auch kommerziell immer im Blick haben dabei, wenn man über Piraterie redet und was man dagegen macht und wer sich eigentlich an Piraterie bereichert in diesem Fall. Wenn wir jetzt den Fall KinoTO uns anschauen, so wie er derzeit sich darstellt für uns, und wir können als GVU, als eine Gesellschaft, die nicht ganz unbeteiligt war an der Erarbeitung der Faktenlage dazu, die zur Anzeige geführt hat, natürlich das nur aus der jetzigen Sicht betrachten. Wir wollen auch keine Urteile vorweg sprechen, das muss die Justiz tun. Nur das, was wir bisher gesehen haben, hat uns halt Reaktionen unter den Beteiligten gezeigt. Es hat uns Reaktionen im Markt gezeigt, auch im illegalen Markt, im legalen Markt. Welche Auswirkungen hatte das? Und dazwischen sitzt der Nutzer, also die Nutzer, Millionen von Nutzern in diesem Fall, die KinoTO genutzt haben, die heute zum Teil andere Plattformen nutzen. Und dann stellt man sich die Frage, war das jetzt alles umsonst? Sind die Nutzer einfach nur abgewandert zu anderen Plattformen? Haben wir das gleiche Problem, nur mit einem anderen Namen, mit einem X hinten dran, KinoXTO? Und sind wir kein Stück weitergekommen? Diese Frage stellt sich uns heute und die wird sich uns auch noch weiterhin stellen. Wenn ich mal so die Sofortreaktion nach dem 8. Juni sehe, so schwierig das immer zu ermessen ist, aber was haben Nutzer seit dieser Zeit eigentlich getan? Wir haben als erstes festgestellt, sie haben sehr intensiv nachgedacht und sich unterhalten, auch im Netz darüber, ob das denn eigentlich legal oder illegal ist und wenn es illegal ist, ob es darauf ankommt oder nicht, ob das nicht einfach wurscht ist. Denn nach dem Motto, erwischt werde ich sowieso nicht, mir kann ja nichts passieren, haben hier eine sehr differenzierte Auseinandersetzung zwischen den Parteien gesehen. Wir haben sehr viele Beiträge gefunden. Nochmal, es sind Millionen von Nutzern gewesen, die auf diese Seite zugegriffen haben. Und wir haben zu unserer Freude auch sehr viel Nachdenken dabei gesehen bei Nutzern. Zum Teil jugendliche Nutzer, aber das ist ein Irrtum zu glauben, dass Raubkopien im Netz, im Filmbereich nur von Jugendlichen konsumiert werden. Das geht durch alle Gesellschaftsschichten durch. Wir haben, das müssen wir leider sehen, heute wieder einen erheblichen Anteil von Nutzern, denen es offenbar gleichgültig ist. Hauptsache das Angebot ist da, Hauptsache die Convenience ist da. Aber wir haben auch einen erheblichen Anteil auch sehen können an Nutzern, die sich legalen Alternativen zugewandt haben, im Anschluss an die damalige Schließung von KinoTO. Wenn wir über Reaktionen auf KinoTO reden und die Frage, war das alles umsonst, dann müssen wir uns auch anschauen, wieso die Reaktion ansonsten in der Netzwirklichkeit waren. Da gab es auch etliche, die haben das Ganze mit Häme begleitet eher. Vorausschauend zu sagen, das wird sowieso nichts nützen, das war eh nur eine Eintagsfliege, die ihr erschlagen habt, da kommt gleich die nächste. Die Reaktion ging aber durchaus weiter. Es hat auch eine Mehrzahl von Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, die Gerechtigkeit zu vertreten im Netz, gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da irgendwelche Organisationen sowas machen, und haben zur Selbstjustiz gegriffen. Unsere Seite zum Beispiel abgeschossen und das auch nachhaltig gefeiert. So ein eigenartiger, ja, wie soll ich sagen, so ein digitaler Lynchmob hat sich da artikuliert, zu sagen, wir sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob Organisationen, ob Seiten im Netz sein dürfen oder nicht. Und wenn nicht, schalten wir sie ab. Wir attackieren sie mit DDoS-Attacken und wir stellen das auch ins Netz. Wir haben bei YouTube also Beiträge gefunden von Gruppen, die sich dafür auf die Brust geklopft haben. Das ist schon erstaunlich in der Diskussion, weil die gleichen Gruppen überhaupt keine Schwierigkeiten haben, sich genauso zu echauffieren, zu sagen, es kann doch wohl nicht sein, dass irgendwelche Nutzer oder irgendwelche illegalen Seiten aus dem Netz genommen werden. Das ist doch Zensur. Gleichzeitig tun sie aber genau das. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, das ist keine allgemeine Reaktion, nur es zeigt nur, in welcher Bandbreite an Reaktionen wir uns dort bewegt haben und immer noch bewegen. Ja, also solche sogenannten selbsterklärten Freiheitskämpfer gibt es in dem Bereich. Wenn man sich die Frage stellt, war das jetzt umsonst,
Ist das umsonst? Nochmal, Kino.to als solches ist für die Nutzer immer umsonst gewesen, im Sinne von kostenlos. Für die Rechteinhaber nie, denn die haben die Kosten letzten Endes zu tragen gehabt. Für diejenigen, die Kino.to betrieben haben, war das Ganze schon deswegen nicht umsonst, weil sie erheblichen Gewinn damit gemacht haben. Die Frage, die jetzt übrig bleibt, ist, war das nachhaltig? Folgt daraus irgendwas? Hat das jetzt dazu geführt, dass Nachfolger abgeschreckt werden oder dass Nutzer heute das nicht mehr machen? Sie haben einige der Nachfolgeseiten gerade kennengelernt, die sind genannt worden dabei. Ich werde oft gefragt, ob das nicht ein Kampf gegen Windmühlenflügel ist. So eine Sisyphus-Arbeit, und das bringt doch irgendwie sowieso nichts. Ich sage dann immer das Gleiche, das tue ich auch hier. Wir reden hier über Kriminalitätsbekämpfung. Wir reden über Wirtschaftskriminalität, über professionelle Piraterie. Das ist ein Schattenwirtschaftszweig. Natürlich ist das da so, wenn man einen aus diesem Schattenwirtschaftskreislauf rausnimmt, dass dann ein Nachfolger nachwächst. Das können Sie durchaus vergleichen mit dem Drogenhandel. Wenn Sie einen Drogenbaron rausnehmen, verhaften, kommt irgendwann ein Junglöwe und versucht, den Platz einzunehmen. Das ist hier auch genauso. Stellt das in Frage, ob man sich dagegen wehrt als Rechteinhaber? Stellt das in Frage, dass die Justiz dagegen vorgehen muss, weil das ihre originäre Aufgabe ist? Ich glaube, nein. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Insofern ist das umsonst, Fragezeichen, an dieser Stelle hoffentlich schon daraus beantwortet, dass es eine dauerhafte Aufgabe ist und leider bleiben wird, sich hiergegen zu wehren. Also insofern war es nicht umsonst. Bei der Nachhaltigkeit, ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Als Strafrechtler kennt man die Begriffe Prävention, General- und Spezialprävention für die Nichtjuristen. Die Spezialprävention soll bedeuten, dass der Betroffene selber, wenn er denn verurteilt wird, davon abgehalten wird, weil er gemerkt hat, dass er dafür Schwierigkeiten bekommt. Die generalpräventive Seite ist das, was man altdeutsch Abschreckung nennt. Die haben wir durchaus erlebt. Wir haben insofern also das nicht umsonst gemacht, als wir im unmittelbaren Anschluss an die damalige Schließung von Kino.to auch einige Seiten gesehen haben, die auch selber publiziert haben. Ihnen wird der Boden zu heiß, Sie machen lieber den Laden zu. Ob das spezialpräventiv war, das wird letzten Endes dann die Justiz erstmal entscheiden müssen, was der Schuldspruch dann ist. Und dann müssen die Betroffenen, das sind einige, dann für sich entscheiden, ob sie zukünftig die Finger davon lassen. Wir werden es mit Sicherheit nicht erleben, dass damals das Problem Piraterie aus der Welt ist. Aber, und insofern denke ich mir, hat es ein Learning für uns alle gehabt, zumindest erlebe ich das so, dass dieses System so funktioniert und hochprofitabel funktioniert, war etwas, was bislang jedenfalls in Deutschland, habe ich jedenfalls nicht so wahrnehmen können, nicht Gegenstand der Diskussion war, auch im politischen Kontext. Da ging es immer mehr darum, um File-Sharing, um Tausch zwischen Privaten, um Privatkopie, ja oder nein. Das ist alles weit entfernt von dem, worüber wir hier eigentlich reden. Hier sind nochmal parasitäre Geschäftsmodelle aufgebaut worden. Davon gibt es noch mehr in dem Bereich. Und das hat wenig zu tun mit irgendwelchen Fantasien von Freibeutertum. Deswegen mag ich dieses Wort Piraterie überhaupt nicht. Ich sage nochmal, das ist ein parasitäres Geschäftsmodell. Und ich glaube, als solches ist es zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit hervorgetreten. Deswegen Abschlussbetrachtung, war das jetzt umsonst im politischen Kontext? Wir reden, wenn wir über Piraterie, über Urheberrechtsverletzung reden, im politischen Kontext auch oft über verschiedene Dinge mit denselben Vokabeln. Es dauert oft sehr lange, bis man die auseinander differenziert hat. Und ich nehme in der öffentlichen Diskussion immer wieder wahr, dass sich das zu sehr verschiebt darauf, kriminalisieren wir Nutzer, wobei ich das Wort Kriminalisierung schon irgendwie rein sprachlich ein bisschen Schwierigkeiten mit habe. Aber lassen wir es mal dabei. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt dabei ist der Lerneffekt. Wir haben eben Education als gewünschter Effekt in Deutschland gesehen. Wenn das ein Lerneffekt war für viele Nutzer, dass man sich hier mit Illegalen, mit Kriminellen eingelassen hat und deren Produkte genutzt hat, dann hat es einen Lerneffekt gehabt. Die Frage, ist denn das Nutzen selber eigentlich rechtlich relevant? Wir reden von Streaming-Angeboten, ist eine Frage, die von Juristen derzeit unterschiedlich betrachtet und beantwortet wird. Da wünsche ich mir ganz persönlich eine rechtliche Klarstellung für die Zukunft. Aber im Dialog müssen wir, glaube ich, künftig sehr genau auseinanderhalten, ob wir über Anbieter oder Nachfrager reden und wie wir mit den einzelnen Dingen umgehen. Und die Antworten auf die Fragen, was machen wir im Einzelnen dazu? Ich glaube, dass wir das Panel besser geben können als ich. Also abschließend die Frage, war das jetzt alles umsonst? Meine Antwort, nein, ich glaube nicht, dass das umsonst war, aber wir haben ein wiederkehrendes Problem und es gilt darum, für die Zukunft haltbare Antworten zu finden. Und da ist die Politik auch gefragt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Leodardi. Eine Frage von mir, bitte eine einsilbige Antwort. Ist das Stream nutzerseitig strafbar? Also die Juristen hängen sich da an einem sehr feinen Begriff auf. Ja,
Aber Sie fragen einen Juristen. Aus meiner Sicht ist es illegal, ja. Sollte auch gesetzlich klargestellt werden, weil es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt. Da streiten sich die Gerichte, ob das jetzt eine Vervielfältigung ist im Sinne des Gesetzes. Meiner Ansicht nach ja. Gibt es eine Frage aus der Audience an Herrn Leonardi? Bitte. Ja, für die Werbepartner wird es dann schwierig, und das ist beim Strafrecht immer die Krux, wenn sie wissen, was sie damit unterstützen mit dem Ganzen. Denn dann muss man sich die Frage stellen, ob sie Beihilfe geleistet haben. Und so wie wir das die derzeitigen Ermittlungen erleben, gehen wir auch davon aus, dass das die Justiz, die Strafvermittlungsbehörden sich sehr, sehr genau anschauen derzeit. Es ist durchaus möglich, dass auch dazu Entscheidungen getroffen werden. Ja. Thema Kino-Theo, die hatten da den speziellen Fall, dass alles eine Firma war, also auch die Hosting-Geschichten im Hintergrund. Das ist ja bei vielen anderen, möchte ich mal vermuten, nicht der Fall. Oder auf jeden Fall bei Kino-Theo hatten sie die Handhabe, weil sie nachweisen konnten, dass sie auch sozusagen die Inhalte selber angeboten haben. Wie sehen Sie denn die Entwicklung mit Seiten, die sozusagen die Oberfläche anbieten und da nicht sozusagen den illegalen Akt des Inhaltsanbietens noch mit in der eigenen, wenn ich es jetzt mal Firma nennen will. Also strafrechtlich, Sie haben völlig recht, strafrechtlich ist insofern Kinotour ein Glücksfall, als aus einer Hand diese verschiedenen Tatbeiträge, aus denen das zusammengesetzt war, kamen. Da, wo es arbeitsteilig wirklich verschiedene Personen sind, besteht die Schwierigkeit nachzuweisen, erstmal zu erkennen und nachzuweisen, dass die natürlich voneinander schon wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben. Und da gibt es viel, die Haltung, sich die Augen zuzuhalten, auch gar nicht wissen zu wollen, was mit den Diensten, die man selber anbietet, im Internet passiert. Das ändert aber nichts daran, dass man sich damit heute auseinandersetzen muss. Wenn ich Dienste im Internet anbiete, wer nutzt sie und wofür? Und wenn ich die Augen allzu lange zuhalte, muss ich mir auch gefallen lassen, dass man mir vorwirft, dass ich fahrlässig in Kauf nehme, dass damit Schindluder betrieben wird. Und dann nehme ich auch teil an kriminellen Handlungen anderer. Schönen Dank. Ich würde jetzt die Podiumsteilnehmer bitten, Platz zu nehmen, und währenddessen würde ich Ihnen gerne einmal demonstrieren, wie ich auf diese Streaming-Seiten komme. Ich hoffe, das wird jetzt hier eingespielt. Ja, da sehen wir es schon. Also, ich gebe nur bei Google ein, so viel Scholl online sehen. Ja, das ist das Einzige, was ich eingebe. Dann komme ich auf diese Seite quasi mit dem ersten Klick und habe eine breit gefächerte Auswahl von illegalen Rook-Websites und kann mir überlegen, auf welcher dieser Raubkopierseiten ich den Film Sophie Scholl dann anschauen möchte. Ein Klick weiter bin ich auf der Seite von Movie2KO, die wurde schon erwähnt, auch von Ron, schickt sich an, zum Marktführer zu werden nach Kino.to. Sieht professionell gestaltet aus. Es gibt Werbung darauf, die ist jetzt hier nicht zu sehen, auch von durchaus seriösen Firmen. Und die Seite wirbt auch selber damit, dass sie ganz legal ist. Also ein Nutzer, der unbefangen daran geht, sieht nicht, dass das eine Piraten-Webseite ist. Ja, er denkt, das kann doch gar nicht illegal sein, was die da machen. Ja. Mit dem nächsten Klick habe ich schon den Film von X-Verleih auf dem kleinen Schirm. Und mit dem nächsten Klick fängt der Film an auf dem Computerbildschirm. Das heißt, wir haben vier Klicks und haben eine digitale Qualität auf dem Computerbildschirm und schauen den Film an. Und das passiert in der Regel innerhalb von Tagen, wenn nicht sogar Stunden nach dem ersten Kino-Release. Ja, das heißt, die Filme werden abgefilmt von Raubkopierern irgendwo in einem Kinosaal erstaunlich guter Qualität meistens und werden dann hochgeladen, Herr Leonardi hat es beschrieben, und sind dann eben über diese Seiten zu sehen. So,
auf dem Podium darf ich ganz herzlich begrüßen von Ihrer Seite von rechts Markus Beckedahl, prominenter Blogger zu Fragen der Netzpolitik und als Experte Mitglied der Enquete-Kommission und im Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Tim Renner, CEO bei Motor Entertainment, Professor an der Pop-Akademie Baden-Württemberg und früher Chef von Universal Music Deutschland. Carsten von Husen, CEO bei Gameforge, 4D, dem führenden Publisher von Free-to-Play-MMO-Games. Wir lernen gleich noch, was das ist. Rechts neben mir Herr Breinersdorfer, Medienanwalt, Herr Kollege und Drehbuchautor, unter anderem auch Autor des Films Sophie Scholl. Marc Tschung, Vorstandsvorsitzender des Verbandes unabhängiger Musikunternehmen, VUT, früher Bassist bei den einstürzenden Neubauten und Manager bei Sony Music. Stefan Arndt, geschäftsführender Gesellschafter und Produzent bei X-Filme, Lola Rent, gut bei Lenin, Mitbegründer der Deutschen Filmakademie. Und schließlich Klaus Grevenich, Geschäftsführer des VPRT. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Herr Breinersdorfer, Sophie Scholl ist Ihr Film. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bestohlen werden? Ich muss sagen, nach diesem sehr instruktiven Beitrag habe ich so ein Déjà-vu gehabt. Ich habe mir nie vorgestellt, den User auf dem Schulhof, der mich bestiehlt, also keine Frage, ich fühle mich bestohlen, wie wenn mir irgendwie einer mein Konto übers Internet abbucht oder so. Sondern ich hatte immer das Gefühl, es mit organisierter Kriminalität zu tun zu haben. Ich schreibe auch hier und da Krimis und kenne die Kriterien für organisierte Kriminalität. Ich will das jetzt nicht alles hier vorbeten, aber exakt die Kriterien sind hier weitestgehend erfüllt. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, es mit ausgesprochen ausgefuchsten Gangstern zu tun und habe mich wahnsinnig gefreut über den Erfolg der Kollegen von der Staatsanwaltschaft in Dresden. Als Jurist und Anwalt, haben Sie nicht das Gefühl, dass da etwas getan werden müsste? Ist das hinnehmbar, dass sozusagen man so leicht auf diese Seiten kommt und diese Urheberrechtsverletzungen begehen kann? Ich fand es beschämend, wie weit Deutschland hinten ist in dieser Übersicht, die wir von Ron gesehen haben. Man auch hört jetzt aus Regierungskreisen, dass der sogenannte dritte Korb, was Sie erwähnt haben, überhaupt gar nicht zur Debatte steht. Das ist ein Ergebnis einer Anfrage der SPD, wo man dann sagte, von Seiten der Regierung wird nichts passieren. Also die Nonchalance, wie man hierzulande mit diesem Diebstahl, mit dieser organisierten Kriminalität, ich sage jetzt bewusst nicht Piraterie, umgeht, finde ich schon skandalös. Insbesondere, wenn man jetzt mal die Möglichkeit hatte, auf die Situation in anderen Staaten zu schauen. Herr Arndt, Sophie Scholl wird im X-Verleih vertrieben, dessen Vorstand Sie sind. Wie viel verlieren Sie durch das Raubkopie-Streaming? Das ist total schwer festzustellen. Wir beobachten es natürlich und vor allen Dingen durch Kooperationen mit, wir arbeiten mit Warner Brothers, Warner Brothers arbeitet wieder mit der GVU. Da gibt es natürlich jede Menge Forschung. Es ist ganz schwer festzustellen bei den kleineren Filmen. Da ist quasi keine Wahrheit rauszufinden, weil einfach da die Datenmengen zu gering sind. Sophie Scholl war ein sehr erfolgreicher Film, den wir jetzt aber nicht auch produziert hatten, sondern hat Fred mit seinen Kollegen selber produziert. Insofern habe ich mich da nicht so genau reingearbeitet, aber ein paar Jahre vor Sophie Scholl gab es gut bei Lenin, da haben wir das ganz genau festgestellt, weil es eben auch ein Film war, der über 50 Wochen im Kino war, wo wir genau gucken konnten, was passiert denn da, und durch diese Sperrfrist, die wir in Deutschland haben, diese Regelung, dass dieser Film erst ein halbes Jahr später auf DVD quasi in jeder von jedem zu Hause zu sehen sein wird, da haben wir es ganz genau festgestellt, da haben wir als Produzenten rund 2,7 bis 3 Millionen Euro verloren, und das schon abgezogen davon, dass wir gesagt haben, 30-40% dieser Leute hätten es den Film ja nicht gekauft, ja, weil es war umsonst war. Und wir haben abgezogen die Summen, die der Handel, die Zwischenhändler und die Verleihe uns abgezogen hätten. Das ist das, was wir verloren haben, um den nächsten Film wieder zu machen. Denn das ist ja das, was noch gar nicht passiert ist. Bisher ist
die Produzenten und die Verleiher tragen den Schaden im Moment. Im Moment ist es noch gar nicht auf die Kreativen durchgeschlagen. Das mag bei der Musik anders sein, wo es ein viel größeres Teilungsgeschäft ist. Bei Filmen werden die Leute ja noch bezahlt und es ist alles gleich geblieben, nur die Ertragslage ist, hat dramatisch runtergelitten. Und man sieht es eben jetzt auch, wie DVD zurückgeht und wie eben Video on Demand zwar zunimmt, aber das lange nicht auffängt. Sie drehen jetzt den Wolkenatlas in Babelsberg, den wahrscheinlich teuersten Film, der in Deutschland je entstanden wurde, mit deutschen Produzenten. Wie können Sie eigentlich so ein Risiko eingehen? 100 Millionen Dollar Produktionskosten, wo Sie wissen, Sie stehen im Wettbewerb mit kostenlos Angeboten, die man so leicht im Netz bekommen kann. Ja, das ist halt dann so die Hälfte ungefähr dessen, wo man früher dann so Verträge verhandelt hat oder Leute überzeugt hat, investier doch bei mir. Ist halt jetzt die Hälfte der Gespräche darüber, wie schaffen wir es, dass wir Day-to-Day-Release weltweit hinbekommen, dass wir diese ganzen Sachen organisieren können und wie können wir die Piraterie einschränken. Das ist schrecklich. Das ist, macht auch keinen Spaß als Produzent zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, als wir Lula Rent gemischt haben, da war Piraterie noch nicht so bekannt. Und ich ging durch dieses Mischstudio, wo ich mich wunderte, weil überall so Datensteckdosen waren. Ja, und dann habe ich den Betreiber dieses Studios mal gefragt, was ist denn hinter diesen Datensteckdosen? Ja, da kannst du dich einstöpseln, da kannst du immer zugucken, wie dein Film da gerade bearbeitet wird. Dann sagte ich, was kann ich? Ich kann mich hier im Flur oder auf dem Klo quasi einstöpseln und kann den Film runterladen. Das ist quasi diese ganze Sache, die wir jetzt die ganze Zeit betreiben. Die Kinos und alle Leute, die mit diesem Film zu tun haben, dazu zu bekommen, diese Piraterie möglichst zu verhindern. Denn das Problem ist ja, man hat quasi ein Original. Das ist die Änderung der digitalen Welt. Herr Renner, als KinoTO gesperrt wurde, da forderten Sie KinoTO für alle. Wie meinten Sie das? Das meinte ich im Sinne eines legalen Angebots. Es ist völlig richtig und unbestritten, dort, wo Kriminelle am Werk sind, dort, wo bestehendes Recht verletzt wird, muss auch Recht durchgesetzt werden, muss das gestoppt werden, keine Frage. Aber das beste Mittel gegen Piraterie ist doch ein legales Angebot. Vielleicht bin ich schlicht und einfach zu sehr Marktwirtschaftler und marktwirtschaftlich orientiert, aber für mich auch als Kaufmann hanseatischen Ursprungs leuchtet es überhaupt nicht ein, dass da draußen offensichtlich ein Bedarf ist, der hier auch abgebildet wurde durch den Kollegen von der GVU, in dem er ganz klar sagt, er ist ein Geschäftsmodell. Gottverdammt, nehmt es wahr. Und es ist zwar dieses Geschäftsmodell mit einem Umbruch in den Medien verbunden. Keine Frage, wenn ich zum Beispiel bei Kino auf die Sperrfrist verzichte und sofort ein legales Angebot mache, sodass ich, wenn ich abends im Bett liege, mir den Film wirklich angucken kann, der aktuell ist, dann verdient zwar zum Glück Stefan, aber dann ist eventuell ein Kino mitgeschädigt. Aber weil immer mehr und mehr von den Kinos weggehen wird. Aber das ist ein Medienumbruch, der passieren wird. Der ist auch in der Musikindustrie passiert, der ist ja zuerst passiert. In der Musikindustrie faktisch verkaufen wir heutzutage 50% weniger CDs als früher. Natürlich sind deshalb viele Schallplattenläden verschwunden, aber nicht alle. Und auch die CD ist nicht komplett verschwunden. Substituiert wurden diese 50% leider primär durch eine illegale Nutzung, weil eben halt das legale Angebot nicht schnell genug da ist. Wo es schnell genug da ist, das positive Beispiel Spotify der Musikindustrie, was sie mit losgestoßen hat in Schweden, da funktioniert es plötzlich und beginnt sich der Markt zu drehen. Und ich glaube, das ist ein Beleg, dass wir Märkte und Angebote schaffen müssen. Die DCN-Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sagt allerdings, dass legale Angebote nicht unbedingt dazu führen, dass auch Kopierseiten weniger benutzt werden. Also das ist jedenfalls repräsentativ so erhoben worden. Na, das kann nicht jeder sich hier selbst tragen. Also einerseits gibt es zwischen der repräsentativ erhobenen Studie und dem faktisch geschehenen und ja auch abrechnenden Spotify einfach schon mal eine unterschiedliche Aussage, wo ich mich immer ein bisschen so eher über das Faktische orientieren würde. Zweitens kann sich auch jeder selbst fragen, was würde man denn selbst tun? Wenn es ein Angebot gibt, was gut aufbereitet ist, von dem man weiß, es ist legal, es kostet aber etwas. Würde ich das nutzen oder würde ich bewusst ins Illegale gehen?
Oder anders gesagt, natürlich können sie auch umsonst sich ernähren, und Menschen, denen es ganz schlecht geht, tun das. Hinter den Containern in den Supermärkten werden tonnenweise Waren jeden Tag weggeschmissen, die teilweise noch haltbar sind, um die Regale leer zu kriegen. Und da gibt es arme Menschen, die kriechen da durch. Die nutzen das auch umsonst. Aber jeder, der sie irgendwie leisten kann, nimmt lieber ein Angebot, was angenehmer, was zweifellos für ihn klarer ist, war, als solche Erniedrigungen zu leiden. Und das eben halt habe ich auch im Netz, denn auch das wurde hier, und ich manchmal frage ich mich, ob es bewusst ist, falsch dargestellt. Es geht ja nicht primär um Werbung, die ich ertrage auf diesen Seiten, sondern es geht um ganz, ganz schlechte Verbindungen, mit denen das bewusst geschieht, wo mir zusätzliche Stützdienste verkauft werden. Also de facto, die Nutzer, und das ist, wird erstaunlicherweise noch verschwiegen, die Nutzer von KinoTO, die Mehrheit, haben gezahlt, weil die nämlich Stützservices eingekauft haben. Es ist nicht wahr, dass das durch Werbung finanziert ist. Da gab es eine Werbefront, die vorne drauf war. Danach war die Werbung verschwunden. Danach ging es rein um Stützservices. Und das geht es auch bei Kino2K. Und im Endeffekt sind die Leute also bereit, für eine Dienstleistung zu bezahlen, bloß wir müssen dringend zusehen, dass diese Zahlung in die Hände derjenigen kommt, die sie verdienen. Und das sind die Kreativen. Herr von Husen, Sie verdienen Geld mit Gratisspielen im Internet. Wir müssen uns erstmal erklären, wie das funktioniert. Ja. Und dann würde ich gerne wissen, ob Sie auch durch die Piraterie Schaden nehmen. Also wir als Gameforge bieten Spiele an, die man im Browser spielen kann oder aber sich vorher runterlädt, kostenfrei, einen Client, vergleichbar zum Beispiel mit dem Qualitätsmarktführer der letzten Jahre, auch bekannt, World of Warcraft. Die installiert man sich dann und konnektiert sich dann auf unsere zentralen Serversysteme. Da spielen dann bei den erfolgreichen Spielen Hunderttausende gleichzeitig miteinander. Die meisten davon für ihr Leben lang unter Ausnutzung von sämtlichen Funktionen immer kostenfrei. Allerdings halten wir tatsächlich schon dann den Kunden hier und da mal eine Karotte vor die Nase und sagen, wenn hier 200.000 gleichzeitig zusammen spielen und wir bieten zum Beispiel 20 verschiedene Formen von Frisuren und Farben an, hier hast du noch 50 weitere, mit denen kannst du dich für 3 Euro individualisieren und so wie im echten Leben auch deinem Avatar einen schickeren Outfit verpassen. Dadurch, dass wir so viele Leute haben, die da gerne dieses Grundangebot des Spiels wahrnehmen, was vollumfängliches Spielen ist, gibt es dann eben auch andere, die relativ geringer Prozentsatz, die aber trotzdem sagen, okay, die paar Euro ist es mir wert für Fashion-Items, virtuelle Gegenstände, die also nur Einser und Nuller in der Datenbank sind, zu bezahlen. Eine zweite Kategorie wäre dann in Mittelalter-Fantasy-Spielen zum Beispiel, dir eine etwas stärkere Waffe oder eine stärkere Rüstung zuzulegen, um gewisse Spielvorteile direkt zu erwerben. Kombinationen sind da möglich, die Rüstung, die gut aussieht und Vorteile bezeugt. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Da legen unsere Game Designer schon sehr großen Wert darauf, dass in fast allen westeuropäischen Märkten, in denen wir sind, es tatsächlich eben überhaupt nicht opportun ist, Spielvorteile so stark anzubieten, dass man dann hinterher wirklich damit etwas dominieren könnte. Das vermeiden wir. Das kann man in China und in Russland machen, wo die Macht des Geldes viel stärker sozial und gesellschaftlich anerkannt ist. Da ist man halt einfach vorne, wenn man am meisten Geld ausgegeben hat. Das machen wir da nicht, sondern bieten auf diese Art und Weise nur minimale Spielvorteile, vor allem eigentlich die Zeit einsparen. Und so machen wir es eben für einen Trade-off, der vielleicht Schüler und Student, der mehr Zeit investieren möchte, zahlt nichts und kann dann auf Augenhöhe in Wettstreit treten mit jemandem, der dann vielleicht sich nur mal eine Stunde die Woche einloggen möchte und 2 Euro dafür bezahlt. Werden Ihre Spiele auch auf Piratenseiten angeboten? Nein, es gibt von uns ausdrücklich den Wunsch, dass sich möglichst viele, zurzeit sind das über 300 Millionen Menschen, diese Spiele anschauen. Jetzt muss man aber unterscheiden, es gibt immer einmal eine Client- und eine Serverseite und die müssen miteinander sprechen. Womit wir Weitwurf machen, sehr gerne, natürlich auch ist die Client-Seite. Kostet uns auch jede Menge Marketinggeld, das überall zu verteilen. Bitte immer weiter kopieren, wenn es noch niemand hat. Auf der Serverseite geben wir aber schon auch zu, das ist eine recht restriktive Software, die da läuft in unseren Datenzentren, sehr stark geschützt. Und wenn die auf irgendwelchen Kanälen, was im ostasiatischen Bereich manchmal vorkommen kann, rausdringt, dann zerstört es auch
unser Geschäftsmodell für diese Spiele dann virtuelle Gegenstände anzubieten. Aber Jammern aus der Games-Branche über Online-Piraterie hört man eigentlich kaum, ne? Also von unserer Seite jetzt als Firma Gameforge, die tatsächlich eben Free-to-Play-Spiele anbietet, natürlich nicht. Und es gibt wie uns noch in der Nachfolge und ein Unternehmen auch gleichzeitig gestartet, andere Anbieter, die sehr erfolgreich diesen Free-to-Play-Markt besetzen mit Online-Spielen. Wir haben das nur machen können, weil die großen in der Spielebranche früher immer dominierenden Labels nach Umsatzzahlen natürlich immer noch uns weit voraus, aber nicht mehr so stark in der Zukunft zu fürchten sind wie EA, wie Ubisoft. Solche Industriegiganten der Spieleindustrie, der elektronischen, kamen nie aus Deutschland und hatten überhaupt keine spezifische Free-to-Play-Ansatzlogik. Das konnten wir natürlich ausnutzen hier und sind jetzt in Deutschland in einer weltweit oder zumindest in der westlichen Hemisphäre führenden Situation. Unser Unternehmen Gameforge beschäftigt schon 700 Leute, gegründet 2003 und ich darf sagen, profitabel seit dem ersten Tag. Herr Chung, wie stark sind die Unabhängigen von der Online-Piraterie betroffen und wie unterscheidet sich Ihre Sicht auf das ganze Thema von der Sicht der Majors? Wir sind genauso im Grunde wie die Majors natürlich betroffen, weil die Inhalte, die wir produzieren, genauso von unvergüteten Nutzungen betroffen sind wie die Inhalte, die von den Kollegen im Filmbereich oder bei den Büchern oder bei Majors produziert werden. Wir haben im Innenverhältnis mit den Majors sicherlich wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzungen, aber die können wir selbst lösen. Da brauchen wir den Gesetzgeber nicht weiter für. Wir haben vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Dinge und ich möchte aber kurz zumindest auf Tim eingehen. Ich wollte nicht reingrätschen, aber ich kann hier auch nicht einfach sitzen. Ich stimme ja mit Tim in vielen Dingen überein. Unter anderem, dass ein wichtiger Teil der Lösung ist, dass wir verbraucherfreundliche Angebote entwickeln. Aber ich kann hier nicht sitzen und die Qualität der Diskussion insofern abgleiten lassen, dass du eine Untersuchung mit einer Stichprobe von 10.000 Leuten als vom Tisch wischt und sagst, du hältst dich lieber ans Faktische, was unbelegte Gerüchte sind. Das ist nicht die Art von Diskussion, die wir, glaube ich, haben sollten zu diesen Sachen. Wir müssen uns wirklich die Fakten ansehen. Und ich glaube, der Hintergrund... Der schwedische Markt, das ist ein Gerücht. Bitte? Der Wachstum des schwedischen Marktes ist ein Gerücht. Der von I4I Schweden reportet wurde, ist ein Gerücht. Nein. Die Aussage von du hast eben gesagt, du hältst dich lieber an das Faktum. Ich glaube, wir sollten es nicht zu lang führen, wir haben wenig Zeit. Aber wir haben gesprochen über eine Stichprobe mit 10.000 Leuten, die klare Ergebnisse ergeben hat. Die kannst du nicht damit vom Tisch wischen, dass du sagst, du hältst dich lieber an das Faktische. Dann liefer die Zahlen zu Schweden, gibt es eine ganze Menge mehr noch zu erzählen. Und Spotify finden wir alle gut, aber darum geht es hier nicht. Worum es mir geht, ist tatsächlich, wenn Sie fragen, was ist unsere Sicht der Dinge? Unsere Sicht der Dinge ist, dass der Grund, warum Rechte so schwer durchzusetzen ist. Daran liegt, dass wir eigentlich etwas ganz anderes passiert, als wir hier diskutieren und vorgeben zu diskutieren. Was wir haben, ist einen schweren Konflikt, einen Interessenkonflikt zwischen Technologiekonzernen, zwischen Internetanbietern, zwischen Geräteherstellern und vor allem zwischen den neuen Mittelsmännern, die wir sehen, die entstanden sind in den letzten Jahren durchs Internet, die von der Distribuierung von Inhalten profitieren, ohne in Künstler zu investieren, ohne in die Produktion von Inhalten zu investieren. Es ist nachvollziehbar und logisch und auch völlig legitim in meiner Sicht, dass es in deren Interesse ist, dass Inhalte umsonst verfügbar sind, dass sie, wenn überhaupt bezahlt werden, möglichst niedrig bezahlt werden. Und wenn wir hohe Piraterieraten haben, ist die Verhandlung immer leicht, Rechteinhaber im Preis zu drücken und möglichst wenig zu zahlen. Da gibt es massive Interessen. Da gibt es Leute, die finanzieren, PR-Firmen, Lobbyfirmen, alle möglichen Unternehmungen, die uns vormachen. Wir hätten hier eine Auseinandersetzung zwischen einer restriktiven Rechte-Lobby und dem freien Internet, was völliger Unsinn ist. Und solange wir diesen Unsinn nicht hinter uns lassen, werden wir hier auch keine konstruktiven Diskussionen haben. Das müssen wir einfach mal feststellen. Dankeschön. Ansonsten. Wir kommen noch zu den. Genau, da kommen wir sicher noch zu. Also, lasse ich dabei dann. Gehen wir vielleicht zu Herrn Grevenich und stellen auch da die Frage: Wie sind die privaten TV-Sender von Piraterie betroffen?
Naja, wir haben es ja in der Präsentation auch von Ron sehr deutlich gesehen. Natürlich sind die audiovisuellen Inhalte ein ganz besonderer Gegenstand von Online-Piraterie. Die Sender sind in zwei Bereichen besonders betroffen. Das ist natürlich der Serienbereich, TV-Serien, sowohl Eigenproduktionen als auch die Lizenzware, als auch der Bereich des Live-Sports, also da, wo es dann um wirklich exklusive Rechte geht, auch darum geht, den Zugang genau zu der Zeit zu dem Programm konkret zu haben. Da gibt es dann beispielsweise, wenn die Fußball-Bundesliga-Übertragungen sind, wahrscheinlich ähnlich zu demonstrieren, wie Sie es eben mit Sophie Scheu gemacht haben, die Möglichkeit, die Partie, die man jetzt gerne sehen möchte, einzugeben und kann sie dann vielleicht im zweiten oder dritten Versuch parallel auch auf einer Webseite gestreamt anschauen. Also die Betroffenheit ist auch auf der Senderseite sehr stark und ich glaube, weil wir gerade schon wieder dieses Thema hatten, legale Geschäftsmodelle. Also es ist sehr schwarz-weiß, immer zu sagen, das eine auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite. Natürlich muss beides zusammengehen. Wir brauchen sozusagen funktionierende Geschäftsmodelle auch, um mit den illegalen Angeboten in irgendeiner Form Schritt halten zu können. Nur wir können nicht, und das kann kein Sender und auch kein anderer Inhalteanbieter, man kann nicht mit einem Nullpreis oder einem quasi Nullpreisangebot konkurrieren. Und wenn die Inhalte so leicht zugänglich sind und für verhältnismäßig übersichtliches bis gar kein Geld, dann werden sie dafür kein legales Geschäftsmodell aufsetzen können. Und dann können wir uns noch 3 Jahre auf Kongressen zusammensetzen und sagen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Wenn der Sender den Produzenten und der wiederum den beteiligten Kreativen sagen muss, wir haben gerade kein attraktives Geschäftsmodell, wir können dich leider nicht mehr vergüten, dann kommt am Ende kein gutes Produkt mehr raus. Und das muss, glaube ich, schon die Basis sein für die Debatte, wie wir sie hier in Deutschland auch führen. Und an der Präsentation aus den USA und auch aus den anderen Märkten haben wir gesehen, woran es hier eigentlich am meisten krankt. Also wir brauchen in Deutschland überhaupt eine Aktion. Wir sehen verschiedene andere Länder versuchen Optionen, was man tun kann, Streaming-Portale, Peer-to-Peer-Netzwerke. Bislang passiert hier aus einer gewissen Zurückhaltung momentan gar nichts im Markt, weil man vielleicht einen perfekten Weg sucht, aber den wird es in dem Bereich möglicherweise nicht geben. Deswegen denken wir, und gerade für die Senderseite kann man nochmal unterstreichen, was Matthias Leonardi vorhin dargestellt hat, weil wir natürlich von den Streaming-Portalen besonders betroffen sind, dass man hier auch Lösungen braucht, die über das bestehende Instrumentarium jetzt im strafrechtlichen Bereich deutlich hinausgehen. Wir brauchen eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und wir brauchen auch im Bereich des Urheberrechts klare Regelungen, die gerichtet sind auf die Anbieter. Der Seite. Herr Beckedahl, die bloggende Netzgemeinde hat Minister zu Guttenberg vom Hof gejagt quasi, wegen einer Urheberrechtsverletzung, weil er abgeschrieben hat. Die gleiche Netzgemeinde regt sich auf, dass KinoTO geschlossen wird. Wie geht das zusammen? Also erstmal hat sich Herr Guttenberg selbst vom Hof gejagt, dann hatten wir die Situation, dass quasi nicht die sogenannte Netzgemeinde das Ganze bejubelt hat, sondern auch die konservative FAZ mit ihrer ganzen Klientel, die jetzt nicht unbedingt alle bloggen. Und bei KinoTO würde ich auch nicht sagen, dass jeder, der im Netz bloggt, das gut gefunden hat. Es gab viele, die sehr enttäuscht waren, als dieses Angebot weg war, weil es war für sie aus Nutzersicht die einzige Möglichkeit, quasi unabhängig vom Fernsehen, wo in der Regel für junge Menschen heute nichts mehr drin ist, Zielgruppen 60 plus sozusagen auf 30 Sendern, mehr oder weniger polemisch ausgedrückt. Also es war für viele die einzige legale, naja, nicht legale Möglichkeit, quasi audiovisuelle Inhalte sich anzuschauen. Tim Renner hat das eben schon beschrieben. Großes Problem ist in dieser ganzen Debatte, wo gehe ich hin? Wo gucke ich mir was an? Der Bedarf ist da, aber soll ich jetzt warten, dass ein Film erstmal in den USA anläuft, vielleicht ein halbes Jahr später in Deutschland, dann erst nach einem Jahr auf DVD rauskommt, während all meine Freunde irgendwie in sozialen Netzwerken in den USA jetzt schon darüber berichten, dass sie einen Film gesehen haben. Bin ich abhängig davon, noch ins Kino gehen zu müssen, auch wenn ich zu Hause einen HD-TV-Fernseher oder einen Beamer stehen habe und nicht ins Kino möchte, weil ich da nicht auf Pause drücken kann, weil irgendwie die ganze Zeit Leute um mich rum quatschen und die Sitze jetzt nicht so bequem sind wie mein Sofa. Also wo sind die Angebote für ein geändertes Mediennutzungsverhalten? Also nochmal nachfragen, das Vorgehen gegen KinoTO halten Sie dann auch für richtig? Also ich habe niemals KinoTO verteidigt. Und ich glaube, das Problem ist entstanden, als gegen nicht kommerzielles Kopieren
vorgegangen worden ist. Erst das hat diese parasitären Geschäftsmodelle geschaffen. Vorher haben Menschen in Tauschbörsen nicht kommerziell Sachen getauscht, ohne dass da jemand finanziell irgendwie einen Vorteil rausgezogen hat. Und wir haben diese Diskussion schon länger. Es gibt verschiedene Wege, wie man zum Beispiel Tauschbörsen legalisieren könnte, durch eine Kulturflatrate beispielsweise, um halt Künstler, um halt Kulturschaffende zu ihnen Geld zukommen zu lassen, ähnlich wie wir es damals von unserem Pauschalabgabensystem auf Lehrmittel sozusagen, wie wir das Ganze da geschafft haben. Und das wäre ein Weg gewesen, solche Geschäftsmodelle zu verhindern. Die durch diese ganzen Abmahnwellen, durch diese ganze Diskussion, dass man bis zu 5 Jahre Gefängnis bekommen soll für Raubkopien, sind die Leute doch erst zu diesen Angeboten gelaufen. Also Sie sagen mit anderen Worten, die verzweifelten Versuche der Branche, sich zu wehren gegen sozusagen die Nutzung ihres Content, haben dann dazu geführt, dass sich quasi die ganze Branche diskreditiert und man auch gegen KinoTV nicht mehr wirklich vernünftig was machen kann. Also nee, aber schauen wir uns mal die Musikindustrie an. Die Musikindustrie hat vor ein paar Jahren als erstes diese Debatte gehabt. Sie haben erst mal versucht, mit kopiergeschützten DRM-Systemen quasi einen Markt zu schaffen. Das haben die Verbraucher einmal ausprobiert, hatten dann keine Lust mehr, das weiter zu verwenden. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Menge sehr einfache zu nutzende Angebote, wo ich Musik kaufen kann, die auch teilweise preislich immer niedriger werden. Das heißt, die Nachfrage steigt. Und die Piraterie steigt, ist nach wie vor erheblich, oder nicht? Ja, aber wenn man sich anschaut, letzte. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, okay? Ich kreitsche da rein, ich unterbreche. Ja, das genau. Ist, das ist super. Okay. Letzte Woche haben verschiedene Branchenverbände eine Studie vorgestellt, die da letztes Jahr noch Brennerstudie hieß. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. DCN-Studie, davon genau. Haben wir gerade schon gesprochen. Also. Als ich sie mir durchlas, fragte ich mich, wo ist das Problem? Nach dieser Studie nutzen 5% der Bürger nur illegale Angebote und machen falsch. Moment, 20%. Nee, wir lesen nicht mal die Studie durch. Ja, das habe ich getan. Ja, ich habe sie auch getan. Herr Beckedahl, das ist, also, ist doch eine Demagogie. Halten Sie sich doch an Fakten einfach. Ja, ich halte mich an Ihre Fakten. Gehen wir vielleicht noch mal weiter. Herr Breinersdorfer, wir haben gehört, es gibt die Möglichkeit, auf der Demand-Seite gegen solche Angebote vorzugehen und auf der Supply-Seite. Das heißt, man kann entweder gegen die Webseite was machen, wenn das denn funktioniert. Im Fall KinoTV hat es funktioniert, aber es fehlen eben gewisse Mechanismen im deutschen Recht, die jetzt in den USA vorgeschlagen werden, um das effektiver zu gestalten. Und man kann auf der sozusagen Nutzerseite vorgehen. Man kann eine Hadopi-Behörde nach französischem Vorbild einrichten. Was würden Sie für sinnvoller erachten? Also ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff organisierte Kriminalität und beschreibe das mal mit dem Drogenhandelproblem. Da haben wir Kartelle, wir haben ein hohes Maß an Raffinement, wie man Drogen schmuggelt und in den Markt bringt. Und wir haben auf der anderen Seite die Nutzer. Ich bin, das nebenbei bemerkt, schon seit Jahren dafür, mal drüber nachzudenken, gewisse Drogen unter gewissen Umständen freizustellen, um einfach den Markt zu zerstören, der dort. Insoweit bin ich bei Ihnen. Zumindest darüber mal zu reden und darüber nachzudenken, das darf kein Denkverbot in der Richtung geben. Auf der anderen Seite sehen Sie aber, dass wir als Gesellschaft immer sehr komplexe Systeme auch komplex angreifen müssen. Das ist ähnlich auch in der Medizin, wo man dann multikausale Erkrankungen auch mit verschiedenen Medikamenten gleichzeitig angreift. Also ich bin dafür, dass man die User, die das auch exzessiv machen, zumindest in einen Prozess einbindet, der mit Warnungen und Ähnlichem vorhergeht. Also wenn ich etwas anklicke und da kommt jetzt eine Warnung, die Kriminalpolizei nicht rät, sondern sagt Ihnen klipp und klar, dieser nächste Schritt ist strafbar, würde ich mir überlegen, ob ich dann irgendwann das nicht, ich habe dann immer so einen paranoiden Gedanken, dass ich denke, da sitzt irgendwo einer in so einem dunklen Kämmerchen, so ein Nerd, und macht meine IP-Nummer oder was aus und ich habe hinterher einen Riesentrubbel und die legen meinen Rechneralarm oder sowas oder schicken mir einen Trojaner. Ich bin in der Beziehung wirklich kein großer Fachmann. Aber um darauf nochmal zuzugreifen, ich glaube, dass es ein gestuftes System gibt, auch mit den Warnungen. Halte ich für gut, halte ich für sehr praktikabel.
dass man erstmal klar macht, edukativ, was passiert denn eigentlich? Dadurch entsteht auch, was mir sehr imponiert hat an der Präsentation von Ron, auch der gesellschaftliche Schaden ist enorm. Und zwar auch der psychologische gesellschaftliche Schaden, dass ich plötzlich feststelle, dass ein großer Bereich von Jugendlichen einfach ein für sie klar existierendes Gesetz missachtet. Das ist wie wenn die Radfahrer, zu denen ich auch gerne gehöre, in Berlin immer bei Rot über die Kreuzung fahren. Aber es ist ein gewisses schlechtes Gefühl dabei. Es könnte auch krachen. Und dieses schlechte Gefühl würde ich ganz gerne herstellen und dann abgestuft, je nach Schwere der Eingriffe, dann durchaus auch zu Strafen kommen wollen. Das schreckt dann ab. Das heißt, Sie sind für ein Vorgehen auf Nutzerseite, aber das schließt das Vorgehen auf der Angebotsseite nicht aus? Das auf jeden Fall. Ich finde die Möglichkeiten, da auch richtig reinzufahren. Ich sage ja, großer Applaus für die Staatsanwaltschaft in Dresden. Aber auch, und das ganz klipp und klar, nachdenken über Möglichkeiten, wie man über Flatrates und andere Dinge auch da einen Schritt weiterkommen kann. Ich halte die Diskussion, so wie sie momentan geführt wird, mit diesem sehr starken Antagonismus, auf der einen Seite die großen Piraten mit den schwarzen Flaggen und auf der anderen Seite wir alten Idioten, die immer noch so am Urheberrecht kleben, für falsch. Ich finde, dass man sich da auch mal zusammensetzen muss und muss sagen, genau, wo kommt Inhalt her? Ich hasse das Wort Content. Wo kommt Inhalt her? Wo wird er geschaffen? Und wer braucht was und wie verteilen wir das? Ja, Sie sind der. Gerne eine Frage aus dem Publikum. Ja, ich wollte fragen, warum denkt man nicht darüber nach, wenn nicht so ist, dass die Nachfrage da ist, dass man ähnlich wie bei Google, wo ja offensichtlich, wenn man etwas anklickt, dann ein Cent bezahlt werden muss oder abgeführt werden muss, dass man das auch bei den Filmen macht, also meinetwegen bei Sophie Scholl, schon das Anklicken, da gibt es einen Cent oder einen Groschen und das wird dann über diese Verwertungsgesellschaften mit bestimmten Modellen verteilt. Dass also definitiv dann das Geld, was jetzt illegal verdient wird durch diese doch bestehenden kriminellen Geschäftsmodelle, dass man durch diese Nachfrage oder dann vielleicht kann man auch noch ein Merchandising dranhängen, ich kann also meinetwegen noch ein Plakat kaufen oder andere Sachen, dann kann man noch mehr verdienen, also dass man das Nutzen draus zieht. Aus den vielen Pfennigen oder Ähnlichem. Das würde ich mir vorstellen, weil ich denke immer, dass man solche Sachen nicht aufhalten kann. Das heißt, Sie sprechen quasi dafür, was man nicht schützen kann, soll man vergüten und dann irgendwie... Ja, ein bisschen. Bekannt. Herr Arndt. Also ich meine, das eine ist einfach Diebstahl. Ja, also stell dir vor, dir gehört ein Van Gogh, ja, den hast du. Und das ist relativ scheißegal, ob die Mafia den Van Gogh dir klaut und dann alle verteilt oder ob der einfach so verteilt wird. Und es geht eben heutzutage nicht mehr darum, dass sich jemand das nur anguckt, sondern da werden Originale verteilt. Ja, es sind immer, ein Original geht in einen anderen Besitz über. Und ich meine, um dann diese Nutzung, du kennst dich gut genug aus in den Umständen, gerade wie das im deutschen Film oder im internationalen Film geht, kostet eine DVD irgendwie 12 Euro, dann heißt es, 1200 Leute müssten einen Cent geben. So viele Menschen, das kann man hochrechnen, wird es gar nicht geben, die sich diese Filme angucken, um diese Filme kostendeckend zu machen. Das ist vollkommen okay, man kann das ja sagen, das will man so, dann gibt es aber halt diese Filme nicht mehr, da gibt es diese Form der Kunst nicht mehr und wir sehen das jetzt schon. Also wenn man sich gerade jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr die Zahlen ganz genau anguckt, sehen wir ganz deutlich, dass es eine totale Zunahme gibt für die Mega-Blockbuster. Dafür nimmt man noch die 8 Euro in Kauf, geht ins Kino, weil das ist quasi der Event. Der ganze Mittelbau, das, was wir bisher an kulturell wertvollen Filmen genommen haben, der bricht total zusammen. Was da normale Besucherzahlen waren, zwischen 500.000 und 700.000, da war man als Produzent nicht glücklich, aber man konnte überleben, ist jetzt angekommen langsam bei einem Bereich zwischen 100.000 und 200.000 Besuchern. Das muss man ganz klar sehen. Dann würde ich gerne noch was zu Herrn Chung sagen, weil er hat das so irrsinnig höflich formuliert. Ich will das mal ein bisschen zuspitzen. Ich finde, bei den Vorträgen vorhin hat etwas Wesentliches gefehlt und das sind diese Übertrager, ja? Diese Menschen, die die Virus verbreiten. Ja? Ich habe 3 Jahre, also ich gebe zu, ich lese Bild am Sonntag immer gerne, macht mir Spaß, so kann man lachen. Er war jedes Mal, und zwar seit Jahren, eine doppelseitige Anzeige drin, Bild und irgendeine Telekom, irgendein Vodafone, doppelseitige Anzeige, Flatrate-Verkauf. Man kann Musik hören und man kann Filme gucken.
Es wurde quasi, wurde nicht gesagt kostenlos, ja, aber es war quasi inkludiert in dieses Angebot. Und ich denke, wir müssen sowohl die gesetzlichen Sachen aus, ich finde diese Adobe-Nummer in Frankreich total fair. Ja, du wirst dreimal gewarnt und dann hinterher hast du halt einen Monat Pech gehabt. Ja, wenn du eben bei Rot über die Ampel fährst, dann weißt du auch, irgendwann mal wirst du halt erwischt, noch als Fahrradfahrer kriegst du den Strafzettel. Wir müssen das Zweite machen, wir müssen ganz klar sagen, wir müssen diese Geschäftsmodelle ändern. Speziell wir bei Kino sind vollkommen antagonistisch, das ist lächerlich, ja, diese Sperrfristen so aufrechtzuerhalten. Wir müssen aber natürlich diese Geschäftsmodelle so entwickeln, dass die Kinos von dieser Internetnutzung was abbekommen. Ja. Das würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass es wesentlich teurer werden wird als das, was wir jetzt kennen. Also bei iTunes für 4,99 sich den Film runterzuladen, das würde natürlich ein halbes Jahr vorher wesentlich teurer werden, wäre aber eine faire Lösung. Und alles andere, wir müssen diesem Gesetzgeber endlich mal unser Fukushima bieten, weil die werden sich nicht bewegen. Die werden nichts tun, um die deutschen Kreativen zu schützen. Herr Redder, ich glaube, ich kann Sie überspringen, weil er sagt genau das, was Sie jetzt auch gesagt hätten. Ne? Kulturflatrate und mehr kann ich damit im Konsens leben. Ja. Ich glaube, Markus weniger. Du findest auch okay, dass man jetzt Hadopi und 30 SP. Nein, ich finde nicht okay, dass man Hadopi, wir machen eine ganz andere Diskussion auf, aber ich glaube, wir sind hier in einem Punkt, das ist vielleicht die Botschaft, wo wir absurderweise dann doch alle einig sind. Es gibt nicht sowas wie umsonst Content im Internet. Dort, wo es normalerweise angeboten wird, nein, ich meine, ist in den großen Portalen, ist dahinter ein Geschäftsmodell. Und es geht darum, dieses Geschäftsmodell lahmzulegen. Das ist, finde ich, gutes Recht von den Content-Inhabern. Und eben halt eigene Geschäftsmodelle anzubieten, die mindestens so gut sind wie das, was sie da jetzt finden. Und ich würde jeden, der hier in Diskussionen teilnimmt, dringend raten, einfach mal das auszuprobieren, weil das ist immer das, was ich immer verblüffend finde in Diskussionen. Das macht keiner. Dann weiß man nämlich, wie scheiße eigentlich Kino.to war und auch Movie2K, wie häufig das zusammenbricht. Das ist alles andere als ein perfektes Modell. Das kann man schlagen. Aber Sie nehmen damit in Kauf, auch Herr Arndt, dass die Kinobranche erheblich leidet. Also wenn die Schutzfristen... Die bricht sich um. Es ist furchtbar, dass es sowas wie technologischen Wandel gibt, der dazu führt, dass irgendwann keine Pferdekutsche mehr da sind. Aber es ist nun mal so, dass sich einfach Sachen sich technologisch weiterentwickelt haben. Und die technologische Entwicklung hat dazu geführt. Davon abgesehen bin ich bei Kino sogar relativ zuversichtlich. Wenn Kino über neue Modelle nachdenkt, hat es durchaus eine Chance. Kino hat das Fernsehen überlebt, da wurde schon tot gesagt. Kino hat das Video überlebt, da wurde schon tot gesagt. Es wird sich nur verändern müssen. Mhm. Herr Birke, dann? Genau. Ich habe jetzt in dieser Debatte die ganze Zeit gehört, was man alles machen muss. Und ich bin echt verwundert. Wir reden hier einerseits über die Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Okay, da haben wir vielleicht einen Konsens hier drauf. Aber dann diese ganzen Forderungen, die ja kommen, von Herrn Breinersdorfer, Warnhinweise im Internet, also Stoppschilder aufzubauen, das hat Frau Ursula von der Leyen 2009 schon mal versucht. Das ist total in die Hose gegangen, aus gutem Grund. Dazu muss man eine Zensurinfrastruktur im Internet errichten, wie sie China hat, wie sie Tunesien hat und so weiter. Das will ich nicht. Dann gibt es hier Forderungen, was ja ganz okay sein soll von Herrn Arndt. Lassen Sie mich mal kurz ausreden. Wie Herr Arndt gerade gefordert hat, Internet einfach wie in Frankreich mal für einen Monat wegnehmen. Internet ist für mich ein Grundrecht. Warum sollte man Menschen das Internet wegnehmen dafür, dass sie zu nicht kommerziellen Zwecken zum Beispiel Sachen getauscht haben? Das verstehe ich hier nicht. Aber in der Verfassung steht ein Zensurverbot. Dann gucken Sie doch mal in Ihren schlauen iPod da rein und gucken mal, was Zensur ist. Das ist nach unserem Verständnis die sogenannte Vorzensur, dass Sie irgendeinen Inhalt vorher bei irgendeiner Behörde einreichen müssen. Das verstehen wir traditionell im Verfassungsrecht unter Zensur. Und ein Warnhinweis ist eine Meinungsäußerung. Und vielleicht kommt es auch bei Ihnen an, dass wir sowas im Artikel 5 stehen haben wie die Freiheit der Meinungsäußerung. Und warum darf ich nicht sagen, ich bin der Meinung, dass diese Seite, dieses Vorgehen rechtswidrig oder kriminell ist. Hallo. Und das hat nichts mit Zensur zu tun. Da bin ich persönlich wirklich stinkig. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie... Ich habe gesagt, Sie fordern den Aufbau einer Zensurinfrastruktur. Das müssen Sie nämlich technisch wenn Sie es wiederholen, wird es auch nicht einbauen. Also es gibt in England dieses Clean-Feed-Verfahren, was relativ vernünftig funktioniert. Der High Court hat entschieden, dass das von der British Telecom jetzt angewendet werden muss.
Sie sagen immer, das Netz kann alles technisch, aber wenn es dann darum geht, illegalen Content zu filtern, dann sind Sie auf einmal nicht mehr... Nee, ist die gesellschaftliche Frage, ja. wollen wir so eine Risikotechnologie in das offene Internet einbauen, die sehr leicht missbraucht werden kann, ja oder nein? Ich sage ganz klar, nein. Das machen die Netzbetreiber sowieso. Sagen, ja. Herr Grevenich, meine Frage an Sie, brauchen wir Kartelle, um die Piraterie zu bekämpfen? Sie haben die Deutsche Content Allianz mitgegründet. Brauchen wir sozusagen die Freigabe von ProSiebenSat.1 RTL-Kooperation, um Filmseiten anzubieten? Ne? Naja, dieses Beispiel, also wenn ich jetzt mal als Vertreter der 60-Plus-Generation sprechen darf, was ich ja offenbar bin, wenn ich Ihnen folge, Vertreter der Sender, die von den Top 100 Kino.to, glaube ich, 95 Formate ausgestrahlt haben. Also ganz weit weg von dem, was der Markt will und was die Jugend will, können wir da ja nicht sein. Es ist schon, Sie haben recht, es ist schon irgendwo schizophren, wenn wir in der urheberrechtlichen Debatte darüber sprechen, leicht auffindbar Angebote zu machen, die auch die Sender haben sollen, damit nicht nur jeder Sender auf seiner eigenen Webseite, sondern vielleicht auch übergeordnet diese Angebote leicht auffindbar sein sollen. Und auf der anderen Seite, das Deutsche Kartellamt dann sagt, in einer sehr engen Marktbetrachtung für den Markt für Online-Video-Streaming, das geht aber nicht, wenn sich da jetzt ein paar Sender zusammentun. Das ist schwierig, weil wir betrachten da nur einen Markt, der ungefähr aussieht wie der Fernsehwerbemarkt. Also das ist sicherlich auch die falsche Betrachtung der Wettbewerber, weil wir im Internet mit ganz anderen Playern, wir haben es schon gehört, mit Google, mit Apple und auch mit Facebook, die ja jetzt auch Inhalte unmittelbar zugänglich machen oder machen wollen, konkurrieren. Ich würde eine Sache noch gerne ergänzen, weil die Fernsehsender und deren Angebote im Internet, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass man keinen Vorwurf machen kann, dass es kein legales Angebot gibt. Es gibt von Anfang an auf den Webseiten der Sendeunternehmen Catch-up-Angebote 7 Tage bis 30 Tage nach der Ausstrahlung und danach kann man es kostenpflichtig herunterladen. Und trotzdem haben selbst die Fernsehserien, die eine kurze Verwertungsspanne hatten, wie beispielsweise Stromberg, wie beispielsweise andere Formate, die gelaufen sind, finden sich trotzdem auf diesen Listen wieder. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss zu sagen, man kann nur das eine tun, nämlich nur neue Geschäftsmodelle aufsetzen und das andere so weiterlaufen lassen, wie es bisher funktioniert. Das geht nicht. Man muss beides parallel tun, sonst werden wir keine Verbesserung auch im legalen Markt erzielen können. Mhm. Schönen Dank. Herr Tschung, Sie waren noch nicht genug dran. Haben Sie einen Wunsch an den dritten Korb? Wozu darf ich mich äußern? Zum dritten Korb. Was ist Ihr Wunsch? Das ist nicht. Das ist ein Thema für Juristen. Da würde ich gerne weitergeben. Ich komme schon noch dran. Ich suche mir mein Thema noch aus. Aber wenn Sie mich schon dran nehmen, dann kann ich Ihnen gerne was vorlesen, weil ich habe das erst heute Nachmittag gesehen und ich fand das sehr schön. Das ist Artikel 27 der Menschenrechte, wenn wir über Dinge reden, wie Herr Beckedahl so es gerne tut. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Das ist Artikel 27 der Menschenrechte, der zweite Teil, der immer sehr ungern zitiert wird anscheinend. Wenn wir sagen, wollen wir so die Möglichkeit, dass eine Struktur im Internet könnte vielleicht missbraucht werden, das ist die gängige Argumentation, die wir hier in Deutschland die ganze Zeit haben. Wir haben ein massives Problem und darüber sollten wir ein bisschen mehr reden. Wir hatten, glaube ich, eben damit angefangen. Wir erstellen im Moment, und in der Musikwirtschaft sehe ich das schon, wir erstellen viel zu wenig neue Inhalte. Und letztendlich ist das weder im Interesse der Technologieunternehmen, der im Interesse der Beckedahl hier vertritt, sage ich jetzt einfach mal, können Sie gerne darauf antworten. Noch ist es im Interesse der Gesamtgesellschaft, dass wir die Fähigkeit verlieren, in neue Inhalte zu investieren. Und auch dieses Pferdekutschen-Beispiel kann ich nicht mehr hören. Das sind die plattesten und dämlichsten Analogien, Tim, spar sie dir. Die Inhalte, wir hören es immer wieder, als würde die Medienindustrie irgendwelche veralteten Pferdepeitschen und Pferdekutschen verkaufen. Die Inhalte, die wir produzieren, wenn sie so überflüssig wären, würden sie ja nicht so viel piratisiert werden oder illegal genutzt werden. Vielleicht reden wir über Kinos. Ich glaube, du hast nicht zugehört. Ich glaube, der redet dich gerade über Kinos. Achso, dann habe ich dich missverstanden. Gut, ich sage, die Produkte haben an Attraktivität nicht verloren. Was sich geändert hat, ist der Vertriebsmechanismus. Es war noch nie wichtig, ob der Inhalt auf einer CD-Scheibe ist oder ob er jetzt über das Internet distribuiert wird. Es ist wunderbar. Wir haben eine ganz hervorragende Vertriebsmaschine im Internet. Großartig.
aber die Inhalte müssen wir nach wie vor herstellen. Und das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Wir müssen eine Lösung finden, um die Finanzierung von Inhalten herzustellen. Denn was immer gerne unterschlagen wird und was ich gerne von mir aus beitragen kann, ich denke, da kann ich mehr zu sagen als zum dritten Korb. Wir haben mit Musikproduktion zu tun und wir müssen dem entgegentreten, all den Dingen, die verbreitet werden, die nicht zutreffen. Die Produktion von kulturellen Inhalten ist hochgradig arbeitsteilig. Sie erfordert viele Leute, die zusammenarbeiten, schon bei Musik, bei Film noch viel mehr. Sie erfordert Geld, sie erfordert Zeit und sie erfordert auch, wenn wir herausragende Leistungen haben wollen, dass sich Künstler von ihrer Arbeit ernähren können und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Wir haben gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft, die kommt auch nicht irgendwo her. Die kommt daher, dass vor 10 Jahren 500 Millionen investiert worden sind in Zentren, wo sowas gefördert wird. Und das sind Probleme, die wir lösen müssen. Und wenn wir die dem opfern, dass wir den Bedenkenträgern folgen, die sagen, ja, wenn wir irgendwas unternehmen, egal was wir tun, Warnsysteme oder Kino-TO verklagen oder was immer wir tun, riskieren wir eine Zensur des Internets. Da würde ich auch mal ein bisschen die Abwägung empfehlen. Herr Beckedahl, sorry. Der Vorwurf steht im Raum. Wird die digitale Gesellschaft von den Providern bezahlt? Warum sollte man von den Providern bezahlt werden? Aber Herr Chung hat jetzt hier schon mehrere Sachen erzählt, die so ein bisschen absurd sind. Sie vertreten auch Creative Commons in Deutschland. Wie wird denn Creative Commons finanziert? Können Sie uns das mal sagen? Creative Commons wird eigentlich vollkommen ehrenamtlich finanziert in Deutschland. Vollkommen ehrenamtlich in Deutschland? Ja. Wir haben Google hat nicht 2008 1,5 Millionen dafür gegeben? In den USA. Ach, das ist ein großer Unterschied, oder? Ja, hier in Deutschland arbeiten eine ganze Menge Leute ehrenamtlich an Creative Commons. Sergey Brin kennen wir alle. Seine Schwiegermutter, ist sie noch auf dem Board? Ist sie noch Vice Chairman? Ich habe keine Ahnung. Hat sie 500.000? Sie wissen, sie vertreten noch die Firma in Deutschland. Sie müssen noch über die Finanzierung Bescheid wissen. Creative Commons ist erstmal keine Firma. Und dann vertrete ich ehrenamtlich in Deutschland die Idee hinter Creative Commons Lizenzen. Und jetzt dann informieren Sie sich vorzuwerfen, dass halt nur... Weil wenn Sie zum Beispiel an Creative Commons in den USA arbeiten, dann kriege ich und sagen, davon nichts. Creative Commons wird ehrenamtlich finanziert, verbreiten Sie Unwahrheiten. Creative Commons Deutschland, habe ich gesagt. Ich bin ein Vertreter von Creative Commons Deutschland. So. Creative Commons in den USA ist eine ganz andere Assoziation, keine Verbindung. Ja, würde ich mal Ihnen empfehlen, die Webseite in Deutschland durchzulesen. Da haben wir das alles schön beschrieben, bevor die ja irgendwelche Verleumdungen von sich geben. Meine Herren, ich fürchte, wir werden das hier nicht auflösen können. Ich dachte, Sie wollten ein bisschen auseinandersetzen. Das ist völlig in Ordnung und es war ja auch lebendig. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie teilgenommen haben. Wir werden jetzt einfach kein Schlusswort mehr machen, weil ich habe schon überzogen und danke Ihnen sehr für Ihre Beiträge. Nächstes Jahr wieder. Eine Wortmeldung aus dem Publikum, bitte. Das schaffen wir noch, oder? Frau Ziegler? Ja. Aber wenn es geht, kurz. Ja, guten Tag. Mein Name ist Wolf Siegert und einige auf dem Panel kennen mich. Und ich habe einen Vorschlag zu machen. Ich habe einen Vorschlag zu machen, der sehr absurd klingt und sehr ernsthaft gemeint ist. Mein Vorschlag wäre, dass wir diese Art von Kommunikation in Zukunft so lange nicht öffentlich weiterführen sollten, bis wir zu Potte gekommen sind. Ich meine das aus der Erfahrung, die ich gemacht habe im Vorfeld der letzten Legislaturperiode, wo zum Teil unsere Diskussion bei WikiLeaks, die wir vertraulich geführt haben, veröffentlicht wurde, um genau die Ergebnisse zu plautibieren. Es ist dennoch gelungen, zumindest auf der Basis dieser Diskussion einige von diesen Positionen im Koalitionspapier zu verankern. Und das sage ich, obwohl ich Mitglied in keiner Partei bin. Und ich glaube, diese Diskussion hat exemplarisch gezeigt, dass wir oft von der Sache her näher sind, als wie wir es in unserem jeweiligen Temperament und im Licht der Scheinwerfer zum Ausdruck bringen können. Und deshalb plädiere ich ernsthaft dafür, dass wir uns weiter eine kleine, transparente und vielleicht auch manchmal von der Öffentlichkeit abgeschottete Nische suchen, in der wir dieses wirklich gesellschaftliche Problem mit der Energie angehen, mit der wir uns heute hier gestritten haben. Denn wir stehen vor einer Herausforderung, die uns wirklich ein Paradigmenwechsel aufnötigt. Und wir haben uns diese Herausforderung zu stellen, und zwar jeder von uns. Vielen Dank. Klar. Aber die Debatte in Hinterzimmer zu verlagern, würde jetzt mit WikiLeaks ja nicht unbedingt konform gehen. Ne? Also nochmal, danke auch für den Beitrag. Danke für die Aufmerksamkeit und noch einen weiteren guten Verlauf der Medienwoche.